Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder mit einem Set von Kana. Und zwar DE-Tech, der Blockgun Desert Falcon. Es sind 307 Teile dabei, 5 Kugeln. Die hat ja eine Schussfunktion. Und es ist die C81007 ab 8 plus geeignet. Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich glaube ich jetzt meinem 8-jährigen Kind nicht in die Hand drücken. Aber wir schauen uns das Set mal zusammen an und schauen mal, ob wir damit Spaß haben. Das ist so ein Mix aus Technikteilen und normalen Teilen. Ich meine, wir kennen Kana alle. Die Anleitung sieht ordentlich aus. Sie ist jetzt nicht so hochwertig wie vielleicht eine Anleitung von Kobi. Hier haben wir Sticker. Braucht man jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung. Wenn man es jetzt ein Kind gibt, kann man die drauf machen. Ich glaube, ich brauche sie nicht fürs Design. Ich bin auch mal gespannt, ob hier die Farbtreue besser ist als von manchen Kada-Pistolen, die wir schon mal vorgestellt haben. Wir haben hier einen Teiletrenner dabei. Den sehen wir auch hier in den Tüten mit. So ein ziemlich großes Teil. Kennen wir ja auch von Körder. Und sonst denke ich, lässt sich nach der Anleitung ganz gut bauen. Also wie gesagt, es ist jetzt kein Kobi, es ist natürlich auch kein Lego von der Anleitung her. Aber das macht auch mal wieder ein bisschen Spaß, weil ich muss sagen, dann ist es halt nicht so einfach wie bei Lego oder eben auch manchmal wie bei Kobi. Hier kann man auch mal ein bisschen knobeln. Hier sind ja noch die anderen Sets auf der Rückseite der Anleitung. Und zwar eben diese C-Reihe hier. Da haben wir eben zum Beispiel die MP5 noch. Dann die, die so ein bisschen wie Nerfwaffen aussehen. Kann ich auch noch ein paar vorstellen, wenn ihr wollt. Würde ich sagen, spricht ja nichts dagegen. Ich würde einfach sagen, ich mache jetzt mal die Tüten auf. Wenn ihr euch wundert, warum kein Karton dabei ist, ich habe es aus China gekauft, habe dort 8 € bezahlt, war halt keine Originalverpackung dabei. Ich meine, wir kennen das, das kommt dann halt aus China, meistens in so einem Polybag. Diesmal kam es sogar in einem Karton. Ich muss jetzt schauen, dass ich euch da nicht allzu viel zeige. In so einem Karton hier kam es an. Hat mich gewundert, also eigentlich untypisch für China, aber warum denn nicht? War auch relativ schnell da, innerhalb von 2 Wochen, da kann man gar nichts sagen. Und ich verlinke euch die auch unabhängig natürlich, ob ich euch sie empfehlen würde oder nicht, unten in der Beschreibung. Und da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Ich bekomme bei diesen Links natürlich keine Provision, das wollte ich immer mal dazu sagen, weil das denken manche Leute, aber nein, jemand in meiner Größe bekommt da keine. Ich mache jetzt wie gesagt die Tüten auf, wir gucken uns zusammen die Steine an und ich denke, wir werden sehr viel Spaß haben, wenn ich das dann aufbaue und meine Meinung dazu sage und am Ende eine Kaufempfehlung oder eben Nicht-Kaufempfehlung dazu abgebe. Wir können uns ja schon mal einen groben Überblick über die Teile verschaffen und da haben wir zum Beispiel eben wie gesagt erstmal diesen Teiletrenner hier. Das ist dieser ziemlich breite, ich meine so im Vergleich. Ich weiß jetzt nicht, ob es der von Sembo ist, ich denke, das ist der von Sembo hier. Ist schon eine Macht, das Ding hier. Finde ich sehr schön, dieses Drans Blue und dann haben wir hier immer den Schriftzug Kada. Cool. Aber das verbauen wir ja nicht. Deshalb gucken wir uns mal lieber noch die Teile an. Obwohl, schauen wir uns doch erstmal noch die Munition an. Und davon sollen ja 5 dabei sein. Das sieht mir aber hier noch mehr aus. Also, ich meine, ich will mich nicht beschweren, wenn es mehr sind. Wir haben insgesamt auf jeden Fall mehr als 5. Wir haben hier insgesamt 7 Kugeln dabei. Oder, was heißt Kugeln? Es steht halt Bullets auf der Verpackung. Es sind natürlich keine Kugeln. Das sind hier diese kleinen Stud-Shooter-Dinger. Die sehen eigentlich ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Denke ich, damit kann man Spaß haben. Wenn ich mir jetzt die Teile hier so an sich anschaue, muss ich sagen, machen die auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Ich meine, das müssen wir natürlich dann noch testen während dem Bau, auch mit der Farbtreue. Aber so der erste Eindruck von den Teilen, also auch von den Technikteilen und auch von den normalen Klemmbausteinen, finde ich ordentlich. Wir haben ja auf den Noppen immer Kada draufstehen und ich würde sagen, ich denke, wir haben da qualitativ nicht die größten Probleme, weil ich meine, Kada ist ja wirklich gerade bei den Technikteilen von der Qualität her sehr weit mit vorne. Ich habe einfach bloß die Erfahrung gemacht, dass bei solchen Gun-Modellen da manchmal mit der Farbtreue ein bisschen, sag ich mal, ungenau genommen wurde. Und dementsprechend schauen wir uns das erstmal später an, aber das sieht man halt auch erst im Bau dann so richtig, ob da die Farbtreue eben getroffen wurde oder nicht. Wir haben natürlich noch dazu hier diese Gummibänder. Logisch, damit wird die Schussfunktion realisiert. Und dann muss ich ja sagen, Kada, ach Leute, warum seid ihr so doof? Warum seid ihr so doof? Ich glaube, jeder, egal ob Lego-Fan oder nicht Lego-Fan, regt sich darüber auf, dass in Modellen von Lego die Pins blau sind, wo es halt keinen Sinn macht. Wenn es irgendeinen anderen gibt, habt eure Meinung, keine Ahnung, ist halt meine. Ich denke, wie gesagt, das ist auch bei den meisten Leuten so, dass es die stört, wenn da die blauen Pins überall rumhängen. Und Kada kommt auf die Top-Idee und macht sie auch blau. Was willst du dazu sagen? Da musst du halt wirklich sagen, das ist doof. Das ist meiner Meinung nach doof. Damit kannst du doch eine große Fanbase für dich begeistern, wenn du sie in der Farbe bringst, wo die Leute sie eben haben wollen. Und das wäre hier eben dieses Grau gewesen. Oder selbst hätte man sie dunkel gebracht. Oder mach sie doch schwarz. Zum Beispiel hier wie bei diesen Zigarre-Motorrädern. Da sind die Pins halt schwarz. Das wäre viel besser gewesen als dieses blaue Zeug, aber
Keine Ahnung, was sich da Kader gedacht hat. Hoffentlich haben sie nicht wie bei Lego auch 20 Millionen Stück davon bestellt, dass sie das jetzt ewig nutzen müssen. Auf jeden Fall fange ich jetzt an, das zusammenzubauen und ich denke, wir werden sehr viel Spaß dabei haben. So, war es ein letztes Wort und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 15 oder wie es hier in der Anleitung heißt, A15. Und das ist der Bauschritt, zu dem ich ein bisschen was sagen muss, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich hier Probleme hatte. Und zwar hat das mit dem Gummifunktion, der später eben die Schutzfunktion regelt, den man hier in Bauschritt 13 schon einspannt. Und zwar kann man den schon mal gar nicht einspannen, wenn man nicht schon A14 mitgebaut hat. Und das sind diese zwei Streben hier. Das liegt einfach daran, weil sich das sonst hier vorne die ganze Zeit verwindet, das verwindet, alles sich eindreht und das hält den Gummi nicht, egal wie man ihn versucht zu spannen. Und deshalb kann man ihn gar nicht so spannen, wie es hier geplant ist. Jetzt ist das Problem, wenn natürlich die Streben drin sind, wie soll man das da spannen? Dann habe ich das wie ein Fuchs gemacht, sag ich mal wieder. Also einfach so ein Stud. Und da ist ja hier diese Kerbe drin. Und damit konnte ich es zum Glück ganz gut durchstecken. Aber das hat leider nicht alle Probleme gelöst. Und zwar ist dieser gesamte Teil hier oben relativ locker, also von hier bis hier hinten, weil er nur mit einem Pin hier oben gehalten wird. Und deshalb verwindet sich das dann auch, selbst wenn man es hier vorne zum Halten bekommt. Und deshalb habe ich auch noch den Bauschritt 15 gebaut, der hier vorne noch was eben dazu baut und hier nochmal eine Verbindung schafft. Und dadurch konnte ich es jetzt bauen, aber es ist immer noch, ich bin immer noch nicht so wirklich glücklich, weil auch wenn ich es da jetzt öfters gespannt hatte, kommt es vor, dass das hier dann nach vorne huppt, weil es auch nur in einem Pin gesichert ist, in dieser Verbindung hier. Und das huppt dann nach vorne und dann passt das auch nicht mehr. Und deshalb muss ich es jetzt erstmal so lassen. Und so ist es rein theoretisch falsch, weil wenn ihr euch das anschaut, eigentlich sollte das so einen rechten Winkel hier abgeben. Also hier einen rechten Winkel und hier einen rechten Winkel. Und das kriegt man einfach nicht hin, weil wenn ich das jetzt wieder hier nach hinten ziehen würde, würde das hier wieder aus dem Pin rausspringen und nach vorn gehen. Der Gummi ist halt wirklich straff und das ist ja auch gut. Aber so wie man ihn hier einbauen sollte, ist es unmöglich. Und selbst so wie ich es jetzt gemacht habe, geht es nicht so wirklich. Und ich muss sagen, ich hätte euch das auch natürlich schon gezeigt, bevor ich den Gummi eingebaut habe und hätte euch das so beschrieben. Aber er hat dann halt im letzten Versuch, so wie er jetzt hängt, funktioniert. Und ich lasse ihn jetzt so hängen. Ich fasse es erstmal nicht mehr an. Baue weiter und hoffe, dass man das hier nochmal arretiert, dass ich das dann hier ordentlich so ziehen kann, wie ich es brauche. Weil sonst wäre ja die gesamte Funktion davon im Arsch. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass es nicht so ist. Ich baue jetzt auf jeden Fall weiter, hoffe, wie gesagt, dass man das hier nochmal arretiert, dass das nicht mehr rausspringt, dass das hält in, an und für sich. Und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß. Und fertig ist die Kader.de Tech Blockkan Desert Falcon, die C81007 von Kader, wie gesagt, mit 307 Teilen und 5 Kugeln, haben wir alles schon durchgeredet. Und hier haben wir das gute Stück. Ich muss sagen, sie liegt wirklich eigentlich ganz gut in der Hand. Das ist ordentlich. Sie hat auch noch Stabilität bekommen durch die anderen Bauschritte. Das zeige ich euch dann auch nochmal in der Anleitung. Da ist wirklich das Problem gelöst worden, was ich am letzten Bauschritt, den ich euch gezeigt habe, schon angesprochen hatte. Und jetzt am Ende ist das ganze Ding eigentlich ordentlich stabil. Wir sehen schon, wir haben das Teil jetzt geladen. Ich wollte eigentlich einen Schusstest machen. Es wäre aber ein bisschen Quatsch gewesen, wenn ich ehrlich bin. Die Reichweite von dem Ding ist, sagen wir mal, 3 Meter, ganz, ganz nett geschätzt. Und die Kraft ist, ich sag mal, kinderfreundlich. Da habe ich gar nichts dagegen. Es gibt da keine Probleme. Damit kannst du keinem wehtun. Also ich glaube, selbst wenn das Ding ins Auge geht, passiert da gar nichts. Das Ding geht vielleicht 3 Meter und ist dann auf dem Boden. Und da hat es auch keine Flugkurve oder so, sondern stürzt ab. Es ist sicher, okay? Aber das erübrigt dann halt irgendeinen Schusstest, wo du versuchst, auf eine, keine Ahnung, Dose zu schießen, obwohl wir das sogar noch machen können, wenn ihr wollt. Oder irgendwas anderes. Das wäre Quatsch, wenn wir ehrlich sind. Ich habe es, wie gesagt, ja schon ausprobiert, bin auch schon ein bisschen damit rumgelaufen, einfach um die Stabilität zu testen, wo ich euch schon gesagt habe, ist wirklich gut. Die Steine halten, es fällt nichts ab, die Funktion funktioniert ordentlich, ohne dass da jetzt irgendwas dann droht abzubrechen oder ähnliches. Was die Funktionen sind, zeige ich euch natürlich auch noch. Und das Ding ist wirklich robust. Also das ist wirklich völlig in Ordnung, da gibt es überhaupt keine Probleme. Aber bevor ich euch jetzt die Funktion zeige, schauen wir uns wirklich mal den Schuss an, einfach damit ihr mir das glauben könnt. Also ich kann es euch auch mal hier in der Hand zeigen. Da passiert gar nichts. Okay, das tut nicht weh. Das ist, ja. Wir haben das Thema jetzt lang genug dran gehabt. Gehen wir einfach mal zum nächsten. Und diese Dose tun wir weg, bevor wir dann sagen, das ist wieder Werbung gewesen. Ja. Auf jeden Fall.
haben wir ja die Pistole hier an sich. Funktion, logisch, man kann mit den Stud-Shootern schießen. Wenn man jetzt aber sagt, das ist mir vielleicht doch ein bisschen zu viel an Druck, was da dahinter ist, dass ich meinem Kind nicht wehtue oder dass es sich nicht selber wehtut, eher gesagt, gibt es hier noch eine andere Funktion. Und zwar hat diese Pistole in Anführungsstrichen so einen, sagen wir mal, Pullback. Also wirklich, wenn du den Abzug drückst, simuliert die Pistole so ein bisschen Rückstoß und dieses ganze Zeug. Und damit lässt sich's auch spielen. Ich kann euch das mal zeigen, wenn wir das jetzt hier so haben. Und das finde ich wirklich ganz cool. Also das, muss ich sagen, ist eine sehr coole Sache. Und das wird eben durch das Gummiband gelöst. Und das macht echt Spaß. Also damit kann man sich aufhalten. Und dann kann man halt auch sagen, das gebe ich halt meinem Nachwuchs. Und da gibt es gar keine Probleme, dass ich da eine Verletzung geben kann. Weil da kommt nichts rausgeschossen. Aber du hast trotzdem diese, ich sag mal, Simulation. Und es macht Spaß. Also ich finde das vom Geräusch, von der Haptik, vom Feeling, finde ich das ganz cool. Vor dem Bau hatte ich ja so ein bisschen Angst, dass quasi da Verfärbungen wieder da sind. Oder die Farbtreue, sag ich mal, sehr ungenau ist. Das hatte man schon bei mehreren Kaderwaffen, wie gesagt. Haben wir hier nicht. Und dafür gibt es einen Daumen hoch. Ich meine, schaut euch das mal an. Die Farbtreue ist echt gut. Auch hier bei den dunklen Teilen ist die gut getroffen. Die Teilequalität im Allgemeinen ist wirklich ordentlich. Alles, was ihr hier seht, ist ein bisschen durch Batscher entstanden, weil ich sie eben getestet habe, wie gesagt. Und ich euch nichts zeige, was ich nicht vorher ordentlich getestet habe. Und ich bin damit schon 2-3 Tage rumgelaufen. Es war stabil, es hat alles super gehalten. Die Kritikpunkte sind klein, aber sind da. Ihr habt das beim Aufbau gesehen, dass ich da diese Probleme mit dem Gummiteil hatte. Und ich muss sagen, ich hätte euch hier keine Kaufempfehlung rausgegeben, hätte es gar nicht mehr funktioniert. Das Glück, dass die Waffe hatte, ist, dass es eben dann doch noch funktioniert hatte. Und trotzdem muss ich euch sagen, wer da keine Geduld für hat, muss davon die Hände lassen. Und wer die Geduld dafür hat oder sagt, ich quäl mich da durch, weil ich das Ding so cool finde, dem gebe ich eine Kaufempfehlung raus. Aber wie gesagt, andere Kritikpunkte sind auch noch da. Ich finde natürlich vom Design ist sie jetzt an und für sich nicht das Highlight. Auch die Sticker machen sie nicht zum Highlight. Sie sieht ordentlich aus. Ich finde, sie macht was her vom Technik-Look. Aber so als Waffe gesehen finde ich sie jetzt nicht super schick. Dann haben wir noch eine Sache, wo ich sage, das ist einfach unverständlich. Das ist jetzt nicht mal Kritik, das finde ich einfach unverständlich. Warum wurden hier diese zwei Teile weggespart? Und hier diese zwei Teile. Der Griff hätte keinen Nachteil gehabt, hätte man die Teile reingemacht. Er hätte besser ausgesehen. Das wäre der Vorteil gewesen und es gab keinen Nachteil. Ich verstehe nicht, wieso das so gemacht wurde, aber gut, es ist nun mal so. Was wir noch so Schönes haben, ist das hier, das ist gut gelöst. Und zwar haben wir hier das Magazin, hier haben wir auch die Pfeile drin. Die blauen Pins stören mich, darauf wollte ich hinaus. Aber sonst ist das gut gelöst, das wird hier nochmal arretiert und das ist fest. Und es fühlt sich gut an. Ist sogar knackig. Die blauen Pins stören mich. Die gelben bzw. beigen Pins stören mich ein bisschen. Ach man, das verstehe ich halt nicht. Wie gesagt, Kader hätte die Möglichkeit, es besser als Lego zu machen. Aber sie machen es nicht besser. Naja, was will man machen? Sonst gibt es wie gesagt eine Kaufempfehlung für das Set. Ich hatte meinen Spaß damit, auch wenn es die kleinen Kritikpunkte gab. Und ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und lasst gerne ein Abo da, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Krieg der Steine.